bin dafür. Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Singen, zu unserer heutigen Sarana-Praxis, Mantren, Ukulele. Und werde gerne nochmal von euch wissen, ob der Ton gut ist und ob man sich jetzt alle sieht. Ja, super. Einige haben die Bilder an. Hallo Helly, hallo liebe Barbara. Trixi sehe ich, Angela. Super. Und ein paar noch andere vertraute Gesichter ohne Kamera an. Ihr könnt gerne die Kamera auslassen oder anmachen, wie es für euch gut ist. Und ich lade uns ein, dass wir mit einer Zentrierung beginnen, indem wir dreimal das Om tönen. Das Om ist ein Mantra aus dem Yoga, das an sich eine Bedeutung hat, das ist ein Nirguna-Mantra. Und ich lade dich ein, das so zu singen, so zu erleben, dass dein ganzer Körper wie eine Art Klangschale in Bewegung, in Stimmung kommt. Und dazu lade ich dich ein, in einen komfortablen Sitz zu kommen. Schließ nochmal die Augen. Lass dich zwei, dreimal tief und bewusst ein- und ausatmen. Und dann beginnen wir. Ich lade dich ein, die Augen noch für einen Moment geschlossen zu halten und den ganzen Oberkörper, dein Becken wahrzunehmen, diese Schwingung, diesen Klang in dir. Spür die Füße verbunden auf der Erde. Ich lade dich ein, mit der nächsten Einatmung die Arme noch mal nach oben zu recken, zu strecken, lang zu machen. Und um unsere Stimme aufzuwärmen, auch nochmal die Hände ausschütteln über die Seite, um ausatmen, einatmen. Immer wenn wir Mantren beginnen zu singen oder Kirtan singen, dann starten wir mit Ganesha, mit dem Elefantengott, und ich habe jetzt hier das Mikro geswitcht auf das Ukulele-Mikro. Ganesha ist der Elefantengott, der alle Hindernisse beseitigt, wie ein Elefant, der platt drückt, einen Weg platt drückt im Wald. Und wir haben dazu das Ganesha Sharanam durchgenommen. Nochmal zur Wiederholung auf A-Moll und dann auf C. Und ich lade uns ein, dass wir zusammen singen und zusammen spielen.
Jai Namaha, Jai Namaha, Jai Namaha, Jai Namaha, Jai Namaha, Yam dana patayi namaha om dana patayi Jai Namaha, Om Ganapataye Namaha, Om Ganapataye Namaha, Om Ganapataye Namaha, Hey, Danisha Sharana, ich sehe gerade einige im Chat. Okay, es ist leider nur phasenweise zu hören. Ja, okay. Gut. Wir haben das Beste versucht mit den WLAN hier. ist es jetzt besser? Darf ich nochmal das Mikro umgestellt? Ja, okay. Gut. Dann lassen wir es auf dem Mikro. Und ja, normal funktioniert es mega gut mit den zwei Mikrofonen. Es tut mir leid, das ist heute. Wir haben es leid, ich bin zu Besuch bei Freunden, wir haben es vorher getestet, es ist Sonntag. Falls es jetzt überhaupt nicht klappen sollte, dann gerne, gerne bitte ich euch nochmal einen zweiten Termin an, weil es finde ich mit dem, ja, ich kann leider das WLAN nicht beeinflussen, es ist das von Freunden. Ich probiere es nochmal, ihr gebt mir nochmal Feedback. Wenn es gar nicht klappt, dann machen wir nochmal einen zweiten. Ja. Sorry, es war so nicht geplant, aber es ist leider in der Internetzeit, es ist manchmal so. Okay, gut. Ich würde gerne mit euch dann noch als nächstes das Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ist, Vasudevaya ist eine Form von Krishna, also dieser göttlichen Qualität des Erhaltens. Und wir haben es gespielt mit A-Moll, G, F und wieder A-Moll. Und um es jetzt einfacher zu machen, auch für die Übertragung, werde ich als erstes den Ukulelen-Akkord einmal vorspielen, dann setze ich die Ukulele aus und du hörst nur noch meine Stimme, damit du dann besser mitspielen. Das ist aufgrund von eurem Feedback, glaube ich, dass jetzt für das hier. Ich spiele es einmal mit der Ukulele. Gar nicht. Okay, das ist nochmal.
Devasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, 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 Om Namo Vasudevaya, 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 Om Namo. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, 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 Om Namo Vasudevaya, 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 Om Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, 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 Om Namo Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Wunderbar. Danke euch. Ging es besser mit dem Ton, ja? Super, okay. Ich versuche zu denken, dass der Ton zu euch kommt. Da steht der WLAN-Router. Oh, alle guten Dinge sind zwei. Okay, dann wollen wir ein bisschen Shiva-Energie reinbringen. Shiva, 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 Shambho. Wir haben es gespielt auf A-Moll, G, A-Moll. Und es wird immer schneller. Das heißt, wir beginnen langsamer. Genau, diejenigen, die das Glück haben, das ist das zweite Lied. Und genau, wir beginnen langsamer und werden immer schneller. Und du kannst gerne dazu klatschen, auch aufstehen, mit der Ukulele dazu singen, wie es für dich gut ist. Wir fangen langsam an. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva, Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva, 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 Shiva Shambho, Shiva, Shiva, Shiva Shambho, Shiva, Shiva, Shiva Shambho, Shiva, Shiva, Shiva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva, Mahadeva Shambho, Mahadeva.
Ja, und wenn du gespielt hast oder gesungen hast, ich hoffe, die Übertragung ist jetzt besser angekommen, dann lade ich dich ein, für einen Moment die Augen zu schließen, einfach einmal einen tiefen Atemzug zu nehmen, von deinem Becken bis zu deinem Scheitel. Und mit der Ausatmung wieder nach unten und den Atem als helles, klares Licht visualisieren, nochmal vom Becken bis zum Scheitel. Ah. Dann lade ich dich noch zu einem zweiten Shiva-Mantra ein, und zwar dem Hara Hara Mahadeva Shambho Kashivishvanathadanki. Ich kann mich noch erinnern, als ich das damals in Indien bei meiner fortgeschrittenen Yogalehrerausbildung in der Nähe von Madura im Nationalpark zum ersten Mal gehört und mich erinnerte das total an ein Kinderlied. Ich finde es ein total süßes Kinderlied. Oder die Melodie erinnert mich so an ein Kinderlied. Es wird zwischenzeitlich ziemlich hoch. Da kannst du auch einfach dann nach unten switchen, also einfach die Oktave beim Singen verändern. C, C, F, F, C, F, C, D. C sind die Akkorde. Also sind wir drei Akkorde: C, F und D. Und wenn ihr die Ukulele mitspielt, eine Frage habt, dann meldet euch gerne dazwischen oder wenn ich nochmal was genauer euch erklären kann. Ansonsten würden wir direkt losstarten. Seid ihr bereit? Ja? Super. Schaut gerade nochmal in den Chat. Ja, ist besser. Super. Freut mich. Ja. Kashi Vishvanatha Gange, Hara Hara Mahadeva Shambho,
In unserem Skript ist dann das fünfte Lied schon das Friedensmantra. Das würde ich sehr gerne zum Abschluss singen und jetzt weitermachen mit dem Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, ein Mantra aus Tibet. Und wir haben so gespielt, dass wir begonnen haben zu zupfen. Es sind sechs Akkorde, also es ist von den Akkorden her schon deutlich komplexer. Es ist ein sehr getragenes, ja langsameres Mantra, wo du gerne die Augen schließen kannst, wenn du nur singst. Und in dieser ruhigen Stimmung lade ich uns ein, mit einem weiteren, ruhigeren anzuschließen, bevor wir wieder schneller werden. Das Om Tare Tisare im Skript, das ist das achte Mantra, nach einer Version von Deva Premal. Das ist ein bisschen komplexer mit den Akkorden. Wir haben vor allem auch das I drinnen, das relativ tricky ist. Wenn das E für dich zu schwierig ist, dann lass es einfach aus. Ja? Dann überspring einfach den Akkord und komm wieder zu den normalen, zu den anderen Akkorden, die du gewohnt bist, wieder mit dazu. Ich spiele die Akkordfolge einmal mit, sodass wir uns einstimmen. Und auch das untere, tutere ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Ist ein ruhiges, getragenes, dass du entweder gerne zupfen kannst
oder langsam auf der Ukulele spielen kannst. Und daran anschließend noch das Tumi Vajra Mana Nummer 9 in unseren Aufzeichnungen. Auch noch ein ruhigeres. Und das bedeutet so viel wie: Wiederhole immer den Namen oder möge dein Geist immer den Namen Gottes wiederholen. Und ich würde gerne jetzt nochmal probieren dazu. Auf das andere Mikro zu wechseln. Könnt ihr mir nochmal einen Daumen? Ja, okay, super. Vielleicht schafft es das WLAN jetzt, wäre schön. Okay. Wir haben hier wieder eine Abfolge von A-Moll, F, G, A-Moll, G und A-Moll. Japa Remana ist wieder ein bisschen schneller. Und dann wieder D-Moll, A-Moll, G, A-Moll, G, A-Moll. Wunderbar. Sind wir startklar? Tumi Vajra Mana, Tumi Vajra Mana, Om Shri Ram Jaya Vajra Mana, Tumi Vajra Mana, Tumi Vajra Mana. Om Shri Ram Jaya Ram.
Und nachdem, bevor wir zum Lokasamastasu Kinubavantu als Abschluss kommen, lade ich uns ein, noch ein extra, ein adaptiertes, ein Bonuslied zu singen. Es ist kein Mantra in dem Sinne, weil es nicht in Sanskrit verfasst ist, sondern auf Englisch. Und es ist von Alexia Cellun. Ich habe es adaptiert für den Kurs und es ist im Skript die Nummer 11. Die Übersetzung, die englische Übersetzung oder der englische Text ist ein ganz, ganz wunderbarer Ausdruck von dem, was so oft in den Sanskrit-Texten beschrieben steht. Sich erlauben, frei zu sein und diese Freiheit, diese innere Kraft, meinen Weg zu spüren und zu erlauben, zu leuchten, zu scheinen, auf Englisch. Und es sind drei Akkorde, die wir hier dazu brauchen. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du das spielst. Das ist D, dann ist es G, dann ist es A und dann wieder D. Ich spiele es einmal nur auf der Ukulele vor, damit du es hörst. To
lighter before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly, I'm allowing, easily allowing all my dreams to be. In the right timing, I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free. I'm allowing my work. I'm allowing my brilliance. I'm allowing my work. I'm allowing my brilliance. I'm allowing my power to unfold before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly, I'm allowing, easily allowing all my dreams to be. In the right timing, I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free. I'm allowing my work. I'm allowing my brilliance. I'm allowing my path to unfold before me. I'm allowing everything to just be as it comes to me. I'm shining brightly, I'm allowing, easily allowing all my dreams to be. In the right timing, I'm allowing me to be me. I'm allowing me to be free, to be free, to be me. Okay. Danke. Und damit kommen wir zum Friedensmantralok. Asanastas, Sikinovamantri. Mögen alle Wesen aller Welten glücklich sein, Frieden erfahren. Und während wir das singen, lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie weiße Blütenblätter vom Himmel fallen. Und die ganze Welt bedecken die Köpfe aller Menschen, die Köpfe aller Tiere, die Körper aller Tiere, alle Bäche, alle Flüsse, alle Seen, alle Meere, alle Wälder, alle Blüten mit diesen weißen Blüten des Friedens. Wir spielen auf A-Moll, C, E und Anna. Ich warte noch mal hier. So. Samasta Sukhinovavantu Loka Samasta Sukhinovavantu Loka Samasta
Muss ich jetzt anhören. Du musst ja nicht mithören. Halb. Viertel noch. Moment, wir schalten hier einmal live. Ah, du musst aber noch bleiben. Moment. Bitte alle wieder stumm schalten. So. Okay. Lass ich ein, die Augen noch mal für einen Moment zu schließen, deine Füße auf der Erde zu spüren, die Augen geschlossen zu halten, gerne noch mal deinen ganzen Körper kreisen, vom Steißbein her, die ganze Wirbelsäule. Lass dich zwei, dreimal bewusst tief ein- und ausatmen, so ist okay. All diese wunderbaren Klänge, diese Musik in dir aufsammelst, spürst, dich integrieren willst.
Ich lade dich ein, jetzt nochmal zusammen das Lokal Samastha zu bringen, ohne Ukulele zu singen. Stell dir dabei vor, wie diese Verbindung von deinem Steißbein zur Erde, über die Erde, wie ein weißes Licht des Friedens ausstrahlt, wie konzentrische Kreise, die von deinem Herzen nach unten über dein Steißbein in die Erde gehen und von da sich ausdehnen, ausbreiten, rund um die Wohnung, das Haus, wo du bist, weiter geht über das Dorf, die Stadt hinaus, das Land hinaus, den ganzen Erdball umspannen. Eine Energie dieser Ruhe, dieses Friedens für alle Wesen, für alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen. Lasst uns zusammen tief einatmen. Lass dich für die nächsten paar Sekunden eintauchen nach innen und sammeln. Dann lade ich dich ein, deine Hände vor deiner Stirn zusammenzubringen zur Geste Namaste. Ein Dank an deine Intuition und wie eine Segnung an deinen Geist für Liebe und Frieden in deinen Gedanken, zu deinem Mund. Als Danke für all die Worte, mit denen du Menschen aufgeheitert hast, Wertschätzung gegeben hast. Für Liebe und Frieden in deinen Worten, zu deinem Herzen, als Dank an dein Herz. Für die Weite, das Mitgefühl, die Liebe, die Dankbarkeit, die du spüren darfst. Und als Segen für dein Herz, für Liebe und Frieden in deinem Herzen, wenn die Hände noch auf deinen Unterbauch, auf dein sexuelles Kraftzentrum, auf dein Hara, auf deine körperliche Mitte. Für Liebe und Frieden in deinem ganzen Körper und deinen Dank für dieses wunderbare Instrument, mit dem wir durch dieses Leben gehen können. Namaste. Ich bedanke mich bei dir für die gemeinsame Praxis, für das gemeinsame Singen, für das gemeinsame Spüren, für das gemeinsame Sein, für diesen Sonnenuntergang und alle, die den letzten Kurs dabei waren, auch für der wunderbare Kurs sein. Wenn du Lust hast, wieder weiter zu spielen, neue Mantren zu lernen und uns zu Sonnenuntergang zu treffen, Donnerstagsabend, 6 Termine ab Anfang August, biete ich wieder einen neuen Kurs an. Es war heute eine sehr schlechte Internetverbindung, das ist nicht normal für dieses. Genau, danke für eure Geduld. Und ich freue mich noch, da zu sein, wenn du
Feedback hast oder was teilen möchtest jetzt von den Mantren oder noch Fragen hast zur Ukulele oder zu den Mantren, zu den Stücken, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. In dem Bhakti-Yoga-Ashram, zu dem ich seit über 16 Jahren fahre, da hat die Leiterin des Ashrams uns immer und immer wieder gesagt, dass es in unserer Zeit so wertvoll ist, Mantren und Kirtan zum Sonnenuntergang zu singen, nicht nur für den Frieden in uns und die Kraft in uns und auch mit dieser Kraft der Sonne zu verbinden, während sie untergeht, sondern auch für die Natur. Und dass es unseren Geist so wunderbar beruhigt, das hat sie immer und immer wieder betont. Und das ist etwas, was ich so auch gerne weiter sage und gerne weitergebe. Ich lese mal ein paar Nachrichten in den Chat. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Mikros zu öffnen. Ich sehe lächelnde Gesichter und ruhige Gesichter, wenn du jetzt nichts reden hörst. Das ist auch ganz, ganz wunderbar. Dieses Lokasamastha hat für mich so eine Kraft. Wir haben es immer zum 1. Januar, den ganzen Tag lang gesungen, aufgeteilt auf die Länder zu Beginn des neuen Jahres. Also die Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kamen, haben jeweils 1 Stunde oder 2 Stunden übernommen, um das Mantra zu singen. Und das war eine der kraftvollsten Einweihungen für mich in dieses Mantra. Ich liebe das, das zu singen und dann einfach nur zu sitzen. Da stellt sich für mich so eine wunderbare Ruhe ein, auch wenn ich mal in der Natur bin oder wenn ich innen drinnen bin. Es hat immer wieder so einen Moment, dass manchmal, wenn es so sehr intensiv hier oben im Geist wäre, dann ist es wie so ein Türöffner. Und das wünsche ich dir mitzugeben. Und diese Erfahrung zu machen, wann immer es für dich gut ist. Gerne auf der Ukulele, gerne nur mit Gesang. Ah, da ist noch ein Danke vom Kurs. Danke dir, liebe Evelyn. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Angela. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Habe ich gerne gegeben. Schreibt auch herzlichen Dank und ihr seid auch eingeladen, die Stummschaltung aufzuheben, wenn ihr noch Fragen habt oder persönlich sprechen möchtet. Wo ist der Ashram? Der Ashram ist in Kerala, im Süden von Indien, zwischen den Backwaters und dem Meer. Über den Backwaters, über diesen Süßwasserkanälen geht die Sonne morgens auf und über dem Meer geht die Sonne abends unter. Ich sehe, Angela hat das mitgebracht. Dankeschön, aber ich verstehe dich leider kaum zur Oh. Zeit. Deswegen muss ich dann auch das nächste Mal zurückgreifen. Ja. Vielen Dank. Ups. Super. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Und dann. Ich auch aufs nächste Mal. Es war sehr, sehr schön. Danke. Die Verbindung, ich habe sie sehr gespürt. Das war wunderschön. Ja, es ist sehr, sehr. Sehr häufig heute, ne? Es tut mir auch richtig leid. Aber Aber es ist authentisch, es ist natürlich, es ist nicht perfekt, so sind wir halt. ja. Und es ist eine Sache, die mich immer wieder trägt. Trotzdem ist, ich glaube, Sina, du hast es gerade gesagt, ne? Ja. Es ist, wenn man zusammen singt, es ist trotzdem so eine Energie, so ein Kraftfeld irgendwo da. Auch wenn manchmal der Ton, es soll natürlich nicht so sein, ja, aber auch wenn der Ton nicht so da ist, es ist immer trotzdem sowas, als ob man in einem Kreis zusammenkommt. Da ist echt ein Feld, das ich aufbaue. Das erstaunt mich immer wieder selbst über Zoom. Ja, ein Live-Konzert. Oh ja, lasst uns das gerne mal machen. Das wird wunderschön. Oh Ja, ja. schon über Zoom so eine Verbundenheit zu spüren, ist schon eigentlich wirklich verrückt. Ja. Zusammen im Wald wird es wahrscheinlich noch eine ganz andere Atmosphäre sein. Ja, im Wald. Oh, im Wald. Oh, da kommen schöne Ideen auf. Ja. Ja. Wunderbar. Ja. Ja.
Ich lasse das mal ein bisschen wirken. Wenn jemand einen konkreten Platz als Idee hat, schreibt mir gerne. Hier in Berlin gibt es erstaunlich viele Bäume, denkt man nicht. Ja, ich war letztens in Berlin, wann war das letzte Woche, vor 2 Wochen, am Wochenende, am Tempelhofer Feld, um da ein Conscious Dance zu geben. Das war unfassbar toll, unfassbar toll. So ein toller Platz und so tolle Menschen, die sich da treffen. Ich war total berührt. Wirklich, wirklich schön. Weite, ich hoffe, es bleibt noch lange, aber diese Weite mitten in der Stadt, ne, das ist wirklich wundervoll. Danke euch und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Träumt was Schönes später, wenn es dann soweit ist. Alles, alles Liebe. Namaste, liebe Flo. Okay, tschüss.